Ich sehe mich genötigt zu einem kleinen Vorwort. Leute, was jetzt kommt, ist ein Probe-Video für ein neues Format, wo ich weiß, dass es noch ganz viel Arbeit braucht. Deswegen ganz viel Kritik bitte in die Kommentare. Ich weiß, es ist noch alles nicht so super optimal, wie es sein sollte. Ich muss vor allem ganz dringend das paar Orten Aussagen üben. Aber es sagt mir auf jeden Fall mal, was ihr allgemein denkt. Ich werde auf jeden Fall viel verändern und noch mindestens 4 Folgen machen, einfach um zu sehen, ob ich reinkomme. Und ich hoffe mal, dass es so sein wird. Also, schaut es euch an. Viel Spaß mit dem Video. Damit das gleich klar ist, das wird jetzt kein News-Format. Ich erwarte, dass ihr euch selbst vorinformiert, damit ihr über die Scheiße hier lachen könnt. Das ist ein neues Format. Ich habe noch keine Verpackung oder so gemacht. Deswegen Praktikantin! Ja, also, ich dachte mir, was ist ein super einfaches Format? Ich lese einfach die Scheiße vor, die ich sowieso jede Woche in Social Media schreibe. Ich bin ja ein wenig politischer unterwegs und dachte, vielleicht klappt's ja. Also, es war jetzt schon letzte Woche, aber die Mitgliederbefragung der CDU Berlin zur Ehe für alle. Wir erinnern uns, ich habe ein Video dazu gemacht. Könnt ihr sehen, wenn ihr jetzt auf dieses i klickt. Die ergibt ein Nein zur Ehe für alle, weil vorrangig ältere, gerade über 60-jährige CDU-Mitglieder gewählt haben, die ja unsere Zukunft bestimmen sollten. Die Jungen waren eher für ein Ja, aber die Alten, die Jungen haben halt kaum gewählt. Old people. Running your life for you, because you don't vote. If you vote, they'll stop. But you won't. Idiot. Was war noch? Die Türkei greift den IS an. Und die PKK gleich mit. Und unsere Bundesursula, die Verteidigungsministerin von der Leyen, hat's kritisiert. Das ist jetzt blöd für die türkischen Kampfjetflieger. Verdammt, wie kriegen wir denn da jetzt noch eine Schleife rein über das Haus von der von der Leyen? Wer hätte gedacht, dass da was im Busch ist? Apropos, Obama war in Kenia zu Besuch, der Baron. Obama hat in Kenia sich für mehr Rechte für Homosexuelle stark gemacht. Das Traurige ist, dass die Kenianer immer noch auf die Pointe warten. Naja, und dann werden die Homosexuellen da alle Flüchtlinge, das ist nämlich auch eine Form der Verfolgung. Die Lage eskaliert so munter vor sich hin. Aber Winfried Kretschmann glaubt nicht, dass die Stimmung gegen Flüchtlinge schlechter wird oder dass in diesem Internet irgendwas Ernstzunehmendes stünde. Und da reden die Politiker wie so ein Volker Bouffier jetzt über Abschreckungsmaßnahmen. Zum Beispiel, dass man Asylbewerber nur noch Sachleistungen statt Geld geben soll. Okay, sagen Sie, Flüchtlinge, mal sehen, hier habe ich Elend, Zerstörung, womöglich Verfolgung. Hier habe ich nur Sachleistungen, kein Geld. Nee, da bleibe ich hier, wo ich verfolgt werde. Und mach mir noch eine Zielscheibe auf den Hinterkopf. Da übrigens ein Bei. Ist Taliban-Gründer Mullah Omar tot? Ich meine, das haben sie jetzt gesagt, der ist wohl schon seit 2 Jahren, vor 2 Jahren oder so, in einem pakistanischen Krankenhaus gestorben. Und das wirft jede Menge Fragen auf. Zum Beispiel, wer bewegt seitdem an Schnüren die Leiche herum, damit es keiner merkt? So, das ist dann jetzt auch die Überleitung zu den Tech News. Dass der Google Plus Zwang bei den meisten Google Logins wegfällt. Oh Gott, YouTube ohne Google Plus, das ist ja wie ein totes Pferd ohne Sattel. Apropos Google, Facebook und so. Wenn man Spitzelabsichten der Regierung auf diesen Plattformen jetzt, die sie gegen alle von uns einsetzen können, jetzt öffentlich macht, dann heißt das jetzt neuerdings Landesverrat. Komisches Synonym für Bürgerdienst. Nee, die Regierung hatte ja vor, die Facebook zu analysieren, um zu sehen, wie da die Terroristen oder die möglichen Terroristen miteinander verknüpft sind, wer mit wem befreundet ist und so. Und weil die bösen Landesverräter von Netzpolitik.org das jetzt veröffentlicht haben, benutzen die Terroristen jetzt kein Facebook mehr. Okay, Leute, kommt, wir wissen alle, jeder Mensch wird immer Facebook nutzen. Für ewig. Oh hey, die Menschheit wächst viel schneller als gedacht. Mark Zuckerberg kauft Serverspace. Die Menschheit wächst so schnell, bis 2030 hört die NSA nur noch jeden zweiten ab. Einen noch. Die Menschheit wächst so schnell wie deine Mutter bei einem All-You-Can-Eat-Kuchen-Buffet. Okay, Flachwitz-Sektion. Bei der Geburt getrennt, Plazenta kommt in den Biomüll. War so ein News-Tweet von mir. Ich twitter ja manchmal ganz gerne so zu Hashtags. Wie wenn Twitter verkauft wird, das war jetzt ein Hashtag, weil Twitters Aktienkurs so gefallen ist. Wenn Twitter verkauft wird, tweeten wir alle empört, dass wir zu einem viel besseren, sichereren Microblog wechseln und sind nach 3 Wochen alle wieder auf Twitter. Okay, abschließend vielleicht noch was ganz Aktuelles. Olympische Spiele in Peking. Finde ich ja schön, dass der Sepp Blatter so schnell in seinem Alter noch einen neuen Job bekommen hat. Okay, das war's. Wie gesagt, ist ein Work in Progress, aber wie gefällt es euch grundsätzlich? Schreibt mal und gefällt euch mein Shirt? Es ist ein Quink-Shirt! Das wird jetzt aber Reklame, deswegen kommt jetzt die Reklame-Dame.
Jetzt Quink-Shirts kaufen im Tektastisch-Shop. Die sind wunderschön, ein bisschen teurer als normal, aber das hat seine Gründe. Erklärt Quink in einem eigenen Video. Also. Muss ich sagen, dass ich ihn ermutigt habe? Ja, ich war's. Ich sagte so, Quink, Mensch, Quink, du schreibst doch immer diesen ganzen Scheiß. Also könntest du daraus auch einfach ein Video machen, so eine Art Supercut. Nein, hey. Ich bin wieder raus. Ob das jemand gehört hat, wo ich das Mikrofon habe und der nicht?